Ein Outro als Intro heute mal. Das erste Mal. Ich komme jetzt gerade hier aus dem Butcher. Ich habe mit Daniel in der Küche gestanden. Wir haben drei verschiedene Burger genascht. Der hat mir so ein, zwei perverse Kombinationen auch noch fertig gemacht. Im Vorfeld gab es auch noch einen Wrap, den er mir als Starter mitgebracht hat bzw. vorbereitet hat. Freut euch auf eine Episode voller geiler Burger mit Wagyu-Fleisch aus Nordfriesland. Mit dem coolen Daniel, der leichten Kater noch hatte, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gemeistert. Gönnt euch diese Episode und lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie geil ihr die Burger fandet. Und gerade diesen 5 Euro Kill Ronald Burger, den lege ich euch ans Herz. Aber lasst uns jetzt mal rein ins Butcher. Und dann zeige ich euch mal, was wir da heute so schön fabriziert haben. Hola. Moin, grüß dich. Alles gut? Alles fresh? Bei dir? Sicher. Warst du die ganze Zeit schon drin? Ja. Ach so, okay. Ja, die anderen kommen später, deswegen. Filmst du gerade? Ja, ich war. Ich schneide es eh, ne? Ich hab gestern so durch den Tisch getreten, ich war so fertig. Welcome, Burgerito. Nee, das ist eine Quesadilla jetzt. Das ist eine Quesadilla mit Chili Cheese. Daniel hat mich schon mal schön empfangen, hier was vorbereitet. Mit Chili Cheese Nuggets, Bacon. Chili Cheese Soße, Sriracha Mayo. Oh, das sieht schon cool aus. So starte ich gerne hier rein. Da sieht man den Käse schön. Ja. Oh, geil. Verbrenne ich nicht. Mach ich nicht. Danke dir. Okay, jetzt seht ihr hier schon mal den Welcome Snack von Daniel. Das ist eine Quesadilla, ne? Chili Cheese Quesadilla. Ich glaube schon, das ist eine Chili Cheese Quesadilla. Gerade gesehen, ein bisschen Beef ist drin, Jalapenos, Bacon ist auf jeden Fall mit drin, Käse, ganz versaute Nummer. Hier mit so ein bisschen Sriracha Mayo. Boah, auf die stehe ich. Die habe ich beim letzten Mal hier auch schon gegessen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ein klassischer Aioli, auch sehr, sehr gut. Aber komm, lass das hier mal beginnen mit dem Ganzen. Guckt euch dieses geile Ding mal an. Steht auch nicht auf der Karte. Vielleicht nach diesem Wochenende, wenn wir hier das Ganze abgedreht haben, wird es auf die Karte übernommen. Ist auch so ein bisschen so ein Pilotprojekt von Daniel, hat er gesagt. Aber ich gönn mir jetzt hier erstmal so ein klein bisschen. Boah. Ich habe natürlich noch nichts gefrühstückt. Wir haben gerade Sonntag, 13 Uhr, kurz nach 1. Und ja, dann kann man doch mal gut fit und vital in den Tag starten. Boah, aber das ist super saftig hier. Zu dem Fleisch wird Daniel auch gleich noch mal was sagen. Boah, das ist wirklich so ein Ding, wenn du eine Karte hast. Kannst du dir das auf jeden Fall richtig geil gönnen. Ich kann ehrlich sagen, hier sind sogar Tomaten drin. Ich habe sie jetzt noch nicht rausgeschmeckt, aber wenn die so ein bisschen gekocht, verarbeitet sind, ist das okay. Ah ja, boah, guck mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also ein bisschen dieses gesmashte Fleisch auch noch da drin. Hier kommt der Käse schon raus. Das ist einfach eine einzige Sauerei. Es ist so geil. Ich konnte es jetzt leider nicht aufnehmen, weil das quasi so eine Überraschung für mich war, wenn ich reinkomme. Und die ist absolut gelungen. Ich gucke ja auch noch mal in die Aioli rein. Also, schöne Überraschung ist gelungen. Ich würde am liebsten weiter essen. Aber ich brauche definitiv noch Platz für die Burger. Mann. Aber hier nochmal für euch. Stabiles Ding. Aber ich muss wirklich auch Pilotprojekt geglückt, sagst du? Ja? Ja. Du hast gerade gemeint, Zwiebeln können noch rein oder was? Mhm, Zwiebeln. Ja, so karamellisiert oder normale? Frische. Frische, ja, okay. Ja, das ist halt sehr, sehr mächtig, klar. Ja. Aber ich finde es trotzdem ein geiler Starter, ja. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es gleich Burger oder was? Jetzt gibt es Burger. Okay. Kommst du mal mit in die Küche? Ja, gerne. Also, hier passiert die Magic. Wir sind jetzt hier hinten in der Küche. Da sind schon. Ach, das ist einfach perfekt alles vorbereitet. Guck mal hier, weil ihr habt spezielles Fleisch, ne? Hast du gesagt? Wagyu F1 Cut. Ja. Aus Nordfriesland. Ja. Ach, das ist der, den habe ich kennst von Instagram, wurde mir schon ein, zwei Mal vorgeschlagen. Ja. Geile Dudes, nur zu empfehlen. Ne? Ja. Und das nutzt ihr jetzt immer für alle Burger hier generell, ja, oder was? Genau, für alle Smash Burger, also generell für alle Burger nutzen wir nur F1 Wagyu. Ja, geil. Und dann machst du mir jetzt so einen klassischen Cheesy oder was? Einen klassischen Cheesy und den Kill Ronald. Das Pendant, nee, wie nennt man das? Ja, doch, das Pendant. Pendant, ja, zu dem McDonald's Cheeseburger. Und der heißt Kill Ronald. So, ihr kennt den Clown noch aus den 90ern, ne? Ja, klar. Genau, und den machen wir damit platt, weil wir machen einen richtig geilen Cheeseburger halt. Mit Wagyu-Fleisch. Potato-Bun ist ein veganes Bun, aber ist mit Kartoffeln hergestellt, ja, dadurch ein bisschen fluffiger. Und ja, ich mach dir den mal, ne? Boah, vielen Dank. Allein. Mal für die Instagram-Dudes. Ja. Ich sehe mal, die Burger werden immer gesmashed mit so einem Papier. Kennst du das? Ja. Ich kann Ihnen ganz einfach einen Tipp geben. Lass die kurz angrillen von der Seite, dann müsst ihr kein Papier verschwenden. Dann drehst du das einfach nur um hier. So. Ah, so, und jetzt klebt es nicht mehr. Du alter Fuchs, ja, das stimmt. Dann kommt der zum Einsatz, ne? Wenn ihr das riechen könntet, ne? Ja. Brötchen, Toaster, ganz wichtig. Ich habe früher mal ohne gearbeitet, aber
der karamellisiert die Seite einfach so geil, dass die Soße nicht ins Brötchen läuft. Ne? Geil. Ja, stimmt, das ist so ein Auffangbecken für, ja, für das Ganze. Ja, genau, das genau. Stimmt, ja. Kill Ronald Brot, richtiges Standardbrot, ne, aus Kartoffeln. Ja. Und da haben wir unser Brioche von Élysée gebacken, mit ordentlich Butter drin. Boah. Machen wir das mal rein. Ne? So, die können jetzt auch umgedreht werden. Ja, und beim Smash, dass du die richtig geil runterkriegst, musst du ein bisschen Wasser drauf spülen. Dadurch souffliert das wie beim Schnitzel, ja, und hebt das Fleisch hoch. Ach krass, okay. Ich hau jetzt, ich versuche jetzt mal so, da seht ihr, das ist ein bisschen nervig. Ja, dann geht's. Oh. Ist das der? Der gute alte Cheddar, gell? Ja, aber ich finde, der kein kommt Irish schon Cheddar, ja. Der schmilzt geil, der hat schön viel Fett, ne? Dann legen wir die so leicht schräg übereinander, dass die auch schön rauskommt, ne? Dass du, wenn du das Fleisch hast, das Brot hast, das nur Fleisch rauskommt, ne? So, will man es ja haben, dann ist ja, richtig. Fläche halt, ne? Schön karamellisiert, ja, schön glatt, bringt keine Soße ein. Da kriegst du so ein bisschen Goldies Flashback, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck dir das mal an. Da ist die Butchersoße. Das ist, ja. Die Butchersoße ist eigentlich eine Harbsoße, abgewandelt wie ein Ranch-Dressing. Kräuter drin, Petersilie, frische Kräuter, Ketchup, Mayo, Senf, Mixed Pickles, also eingelegte Gurken und ordentlich Saft davon. Oh. Und ein paar Geheimzutaten, ne? Natürlich. Ganz wichtig, eine kleine Spur Senf. Aber nur für den Taste. Nur so. Dein Ketchup mache ich so, dass du auch in jedem bisschen Ketchup drin hast. Das ist doch schon fast Kunst. Ja, ne? Ich wollte einfach damals die Gürkchen zudecken, wie SpongeBob. Kennst du die Folge? Ja, nee. Er deckt die Gürkchen mit dem Käse zu. Kenn ich nicht, nee. Boah, auf da. Boah, Wahnsinn. Auch wichtig, die Gurken schneiden wir jetzt längs, sodass du bei jedem Bissen ein Stück Gurke drauf hast, weißt du? Ja, das macht längs. Sinn. So ein kleines X drauf. Dann die legendäre Harb-Butcher-Soße. Ganz wichtig, eine Zwiebel. Ich kann eigentlich nicht genug sein, ne? Aber du nimmst auch rote Zwiebeln, ja, ne? Dann nimmst du ja, glaube ich, für alle Burger. Schon ein bisschen milder, ne? Geil. Sehr, sehr, sehr. Ein bisschen, geil. Bisschen drücken, ne? Ja, muss sein, natürlich. Oh, perfekt. Dann guten Appetit. Jetzt haben wir hier die Variante mit Salat, ganz klassisch. Bacon ist natürlich auch drauf. Zwiebeln und sowas, ne? Also so ein klassischer Cheeseburger mit extra Bacon, den könnt ihr euch hier auch bestellen. Guckt euch das nochmal an kurz. Oh, seht ihr diese schwarze Kruste da drauf? Oh, das ist dieses geile Gesmash einfach. Okay. Wir nehmen den jetzt hier mal. Oh, der ist auch. Der ist ordentlich, ne? Der ist ordentlich auf jeden Fall. Das ist aber schon. Oh, ey, das Fleisch ist richtig geil. Ja, ich weiß, was du meinst mit den Zwiebeln. Ja. Die waren jetzt beim ersten Bissen gerade. Ja, genau. Das ist schon, ja, das macht Sinn. Ist auch wichtig, dass die oben sind. Das heißt. Du beißt oben rein und dann spürst du diese Frische und das Scharfe und nicht unten, weil die meisten machen die auch unten rein. Und die Hitze vom Fleisch lässt sich dann so ein bisschen dünsten und nimmt die Schärfe wieder weg. Boah. Sieht saftig aus, auf jeden Fall. Mal den Querschnitt. Ich war so ein bisschen bezüglich des Salats, aber das macht schon Sinn. Ja, also das macht schon Sinn. Ich bin eigentlich auch kein Fan vom Salat, aber irgendwie bei dem, weiß ich nicht, das ganze Fett und frisch wieder und Kombi, ne? Das muss schon sein. Guck mal hier jetzt her. Oh, das sieht sehr gut aus. Und das sieht nicht nur gut aus, das schmeckt auch. So, wir machen jetzt den Kill Ronald. Das ist der. Ja. Der Billo Cheeseburger, aber in geil. Okay. Ja, also unser Pant. Oh Mann, Pant. Pantor. Pantor. Kannst du das noch mit reinnehmen? Ja, okay. Unser Pantor. So, okay, Kill Ronald. Hat auch nur einmal Fleisch. Oh, geil, okay. Und das Geile ist, der kostet nur 5 Euro. Ach, ehrlich? 5 Euro. Okay, das ist ja günstiger als die Döner, Leute. Und ihr habt Veggie auf dem Brot, oder? Das ist krank. Also es gibt Leute, die essen dann 3-4 Stück davon. Ne? Boah, dann kann ich da vielleicht auch noch mal was anderes probieren, wenn der nur so klein ist. So, jetzt da geht's dann. Wow. Den smash ich jetzt auch nicht so doll, weil ich finde es beim Kill Ronald eigentlich ganz geil, wenn du noch ein bisschen Saftigkeit hast. Den wickel ich ein in so einem Haarpapier, dass er nochmal in sich so ein bisschen dämpft, weißt du? Dass er nochmal ein bisschen matschiger. Ey, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist ja auch dieses McDonalds-Phänomen quasi. Also ich lasse meinen auch am liebsten noch eine halbe Stunde liegen. Ne? Zu frisch, zu heiß, ist es bei dem nicht so geil. Ich wirklich nächster Tag auf, Kühlschrank auf, rein das Ding, kalt, schmeckt immer noch. Ich glaube, das ist
wollte halt immer zurück zu diesen einfachen Sachen. Ne? Dieses, und das Smash ist einfach, ich habe damals schon die Burger gefeiert von McDonald's. Ja. Das Fleisch war immer so dünn und klein, also nicht so fett und medium halt. Einfach back to the roots jetzt. So, dann können wir. Und was eigentlich gar nicht geht, ne? Ist eine Tomate auf dem Burger. Ich hasse aber Tomaten. Ich hasse sie so sehr, aber bitte lass mich sie drauflegen. Ich kann, ich kotze dann sofort. Nein, wirklich? Hey, ich habe einen Trauma aus dem Kindergarten. Darf ich Tomaten? Okay. Nee, wirklich. Also okay. Der Ketchup natürlich wieder, ne? Hier. Oh, das sieht so sexy aus, wirklich. Und selbst nicht zu viel, so, es ist halt nicht so. Oh. Also, dann machen wir die Zwiebeln machen wir oben, dass er dir nicht rutscht, weißt du? Ich mache immer, ja. So, ich will immer so eine Haptik haben, dass du, wenn du den Burger hast und reinbeißt, dass es nicht runterrutscht. Und die Zwiebeln verhindern, dass das Brötchen rutscht. Ne? Dann machen wir ein Gürkchen und drunter, ein Stück Fleisch. Oh. Erstmal die Mayo. Geil, oh, ich liebe Mayo, ne? Und das Mayo muss einfach auf den Burger. Ja. Und in dieser Dreierkombination, wie du schon sagst, dieses ganz klassische, da muss es nicht immer eine Burgersoße sein. Genau. So, das war's schon. Geil. Das ist, da ist halt echt. Oh Gott. Und am besten nochmal draufhauen. Oh. So, und der kommt dann in unser schönes Papier. So, so. Am besten lasse ich ihn dann immer noch mal so 10 Minuten in der Rutsche liegen. So einfach, ne? Kennst du ja von früher diese Burgerrutschen, wo sie drin liegen bleiben. Voll. Jetzt dämpft er noch mal ein bisschen drin, das Brot wird weicher, zieht das Fett rein. Und dann warten wir mal 5 Minuten, dann ziehst du ihn rein. Ne? Also, da ist er. Wie lange ist er gezogen? 4-5 Minuten? 5 Minuten, ja. Wir machen den jetzt mal gemeinsam auf. Oh. Das muss immer aussehen, als wenn ich einer drauf gesetzt habe, ne? Ja, ich saß da kurz heimlich drauf. Oder, ne? Wie bei Mac ist, haben sie auch einmal eine Faust drauf. Dieser Beef-Geschmack ist so geil. Ich finde, hier steht das Beef wahrscheinlich noch mal mehr im Vordergrund. Ja, voll, achte mal beim Brot auch, ne? Du hast halt nicht diese Butter und so wie beim Brioche. Das ist einfach nur ein Kartoffelbun und du schmeckst das Fleisch viel mehr. Ey, sofort, ne? Ja, so. Sofort. Boah. Senf, beste Kombi, ne? Unten auf der Zunge hast du diesen Senf und Ketchup. Oben kommt diese Süße von der Mayo dann hinzu. Ja. Die Zwiebel, die Gurke. Auf dem ersten Biss war wirklich alles dabei jetzt. Boah, ich liebe Essen, ey. Und dann auch noch sowas, ne? Ich wette, du feierst auch heftig mein Dings hier. Ich habe letztens einen Chili Cheeseburger, aber mit einer Sweet Chili. Kennst du diese Asia-Soße, diese Billo? Unten Mayo, oben Sweet Chili, und zwar hat mich dein Video inspiriert. Du hast irgendwann gesagt, einen Chicken Nugget Burger gegessen und du findest es so geil, wenn das Curry sich mit der Mayo vermischt. Ich liebe diese Currysoße da drauf, gemischt mit der Mayo. Und das hatte ich bei der Sweet Chili genau das gleiche. Das hatte der Mayo mit der Chili Mayo-Soße. Ja, du hast meinen Chicken Nugget Burger. Ja, ja. Und dann habe ich den gemacht und habe nur Röstzwiebeln, Sweet Chili, Mayo und ein Fleisch. Und es war so, es war einer der besten. Mein Herz, ehrlich, ja? Ist das geil. Den esse ich aber gleich auch noch. Oder, ja, du musst einmal reinbeißen. Auch auf jeden. Weil das ist wirklich, das genau, ist geil, dass du das genauso siehst. Ja. Weil dieses Mayo, dieses cremige mit dieser Chili-Cheese-Soße. Das ist eigentlich voll eklig mit der Macht, soll ich die Chili-Soße aber. Geil. Aber ich fühle auch nur. Ab und zu ist halt okay. Schau mal hier, Mann. Das ist eine einzige geile Masse zusammen. Was ist so gut. Und auch hier diese Stückchen, wo der Käse mit dem Fleisch sich einfach für mich. Das ist wirklich, also. Oh, Daniel, ey. Wahnsinn, Mann. Hammer. Ganz ehrlich, für einen Fünfer, Daniel, das ist wirklich, also, Spitzenpreis. Ernsthaft. So, und jetzt machen wir echt den... Wie nennen wir ihn? Nasty Asia. Nasty Asia. Könnte auch ein Holländer erfunden haben, irgendwie. Das stimmt. Wenn du in Amsterdam bist, dann kriegst du genau sowas irgendwie, ne? So. Immer diese kleinen Imbisse an den Ecken mit den geilen Hot Dogs, mit Ketchup, Mayo, sehr frische Zwiebeln. Schön im Febo aus dem Automaten, bei Febo. Oh. Ja, Mann, ich liebe Febo-Burger, wirklich. Ehrlich? Weil die sind auch so manchmal. Ja, und alle so, ey, du musst doch bestimmt voll auf heftige Burger stehen und so. Ich sag, nein, mir reicht ein Automaten-Burger. Geil. Ja, leider ist einmal das Fleisch nicht so geil, aber. Ja, nee, aber das können wir hier in Febo-Abklatsch mal machen. Ja. Pommes speziell in Holland haben sie auch alles, habe ich mir auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen abgeguckt. Ne? So Ketchup, Mayo drauf, Zwiebeln drauf und Gurken drauf. Ja. So ein bisschen die Hangover-Fries. Ne? Ja, aber sag mal, Holland hat jetzt das Pommes-Game auch nicht neu erfunden. Ja, das stimmt. Ja. Also im Beef kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen in der Kombi. Ja. Weil mit Chicken ist das halt. Ja, mit Chicken ist mega. Ich hab's, also Chicken Sweet Chili ist sowieso Arsch auf Eimer. Ja, ne? Das ist so wie Tomate Mozzarella oder. Passt einfach. Achso. Da war ja was. Zack. Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt für einfache Billo-Burger? Nein, das ist. Warte mal, hatte ich die Mayo unten? Ja, ich hatte die Mayo unten. Doch. Boah, es muss auch viel, also ein bisschen dicker auch. Ja. Weil du spuckst mir richtig aus der Seele. Mayo ist einfach ein Lifestyle.
Ein bisschen Salat, der passt gut da. Ja, okay, gut. Ich glaube, noch besser wäre Eisberg. Das ist jetzt Römersalat, aber ja. Eisberg ist noch mehr Billo-Style. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich meine Sweet Chili hier. So. Geil. Ist ein bisschen abgetropft. Und jetzt Homemade Röstzwiebeln. Wollte ich gerade sagen, macht das auf jeden Fall selber. Die sehen so super aus, ne? Aber ich glaube, es ist sogar noch geiler mit diesen ekligen Billo-Zwiebeln aus dem Markt. Ja, wir gucken gleich mal. Das ist einfach nur geil, Mann. Das ist einfach nur geil. Ich wünsche mir gerade, dass ich gestern gesoffen hätte, ne? Ja, ne? So, ein bisschen drücken, damit das Saft rauskommt. Boah, geil. Den muss man aber nicht einwickeln. Ich glaube, den teilen wir uns. Oh. Geil, komm, beiß mal rein, ne? Ja? Oh. Der ist es? Also, boah, sie sieht so pervers aus, Mann. Irgendwie? Geil, ey, das ist geil. Du machst es einfach, ne? Das ist wirklich geil, Mann. Wir brauchen noch einen Namen. Das ist so geil und ich finde sowieso generell Röstzwiebeln auf dem Burger gehören da eigentlich auch öfter rauf. Und der Salat schmeckt man nicht, aber der macht irgendwas. Du hast schon recht. Ich schmecke noch gar zu wenig. Ich glaube, Eisberg ist halt geiler. Ich hatte beim letzten Test Eisberg, das ist ein bisschen mehr. Crunch noch ein bisschen. Ja, okay. Ich feiere deine Einstellung geil. Wirklich. Easy. Easy ist better. Genau. Easy ist better. Hammer. Kann man sich den hier bestellen, auch heimlich, ja, wenn man kommt? Ja. Also ich muss mir nur noch einen Namen überlegen. Oder? Ich informiere euch, wie der heißen wird. Ey, der hat mich also. Oh, ey, der war riesig. Ich will nicht sagen, jetzt, dass wir jetzt hochgegriffen, wenn ich sage, das war mein Lieblingsdinger, weil die anderen waren wirklich unglaublich, gerade der Ronald. Aber der hier ist so ein kleiner Geheimtipp. Das ist richtig so ein kleiner Perverser. Der kommt so von hinten angeknochen und kitzelt dir so am Poloch. Aber dann sagt er, komm, iss mich. So geil. Ja, geil. Haben wir's. Schön, dass du da warst, Alter. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wirklich super. Und nächstes Mal im Hub. Checkt out. Nächstes Mal im Hub und wir kommen hier nochmal her. Dann machen wir nochmal die Loaded Fries. Weil, ne, vielleicht kannst du kurz nochmal Loaded Fries. Ja, Loaded Fries, ja. Muss ich ja. Einmal Loaded Fries. Loaded Fries einfach. Lassen wir mal so stehen. Wir sehen uns hier auf jeden Fall nochmal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend oder so, wann auch immer das Video rauskommt. Danke. Also Butcher, welche Adresse ist das hier? Falkenstraße 11. Falkenstraße 11. 200 Meter vom Hub entfernt auch. Genau. Kommt auch mal ins Hub vorbei, stellt schöne Grüße und lasst euch gut gehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Wir öffnen um 10 bis 19 Uhr. Warte, komm mal her. Sag was mal in die Kamera hier. Ich will nicht haben. Also sie wollten nochmal erwähnen, wir haben Silvester Frühshoppen hier bis, wann war das? Nee, dann sag schnell die Zeit. 9 bis irgendwas, glaube ich, oder? Ja, da komm jetzt her. Lass das ruhig, schneid das. Ich schneide das auch nicht raus. Sag den Leuten jetzt, was wir Frühshop machen. Ach, guck mal, ich schäme mit Reinigungsmittel. Ich bin schüchtern. Filmst du schon? Ja, klar, die ganze Zeit. Er schneidet doch. Ist ja unangenehm. Ich würde sagen. Nur die Uhrzeit, wann haben wir Frühshop? Ach, da, ich kann das nicht. Sag mir nur die Uhrzeit. 10 Uhr bis 19 Uhr. 10 bis 19 Uhr. Ah, perfekt. Frühshop, also 31. ne? Ja, am 31. von 10 bis 19 Uhr könnt ihr unsere Burger direkt auf die Faust bekommen. Geil. 3 Smashburger, Fries, gute Musik und Bier.